Dann rufe ich auf den Punkt 81, die Aktuelle Stunde der FDP. Meine Damen und Herren, wenn Sie mich lassen, würde ich gern den Tagesordnungspunkt 81, die Aktuelle Stunde der FDP, aufrufen. Notrufnummer 110 muss ihm erreichbar sein. Vertrauen in die Polizei nach Vorfall in Hanau wiederherstellen. Drucksache 20-4955. Das Wort hat der Kollege Stefan Müller, FDP. Bitte sehr, Stefan. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr geehrten Damen und Herren, eins steht für uns Freie Demokraten fest. In Sachen Notrufsystem der Polizei in Hanau gab es schwere Versäumnisse. Und als Weiteres steht für uns fest, dass die Notrufnummer der Polizei, die 110, immer erreichbar sein muss. Das ist eine Grundvoraussetzung für das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden, meine Damen und Herren. Und wie wichtig das ist, das zeigt eben der Vorfall in Hanau. Es ist tragisch, wenn man spekulieren kann oder muss, ob Willi Jurel Braun noch am Leben sein könnte, wenn einer seiner abgesetzten Notrufe erfolgreich durchgekommen wäre und er wahrscheinlich aufgefordert worden wäre, den Attentäter nicht weiter zu verfolgen. Aber wo lag und liegt genau das Problem? Bis heute gab es und gibt es im Bereich des PP Südosthessen, und das hat der Innenminister vorgestern eingeräumt, keine organisierte Weiterleitung von Notfallanrufen. Und das, obwohl der Bund deutscher Kriminalbeamter deutlich gemacht hat und viele andere Experten das auch wissen, dass eine solche Umleitung von Notrufen seit Jahrzehnten bereits Standard ist. Das kann man nur skandalös nennen, meine Damen und Herren. Und wenn man sich anschaut, dass 6 der 7 Polizeipräsidien in Hessen diese Umrüstung auch bereits erfahren haben, und zwar schon 2016 bis 2018, dann frage ich mich, warum man es versäumt hat, diese Lösung auch in Südosthessen in Offenbach zu finden. Man kann natürlich sagen, man hat gewartet, bis das Polizeipräsidium dort neu gebaut wird, um Kosten zu sparen. Aber, meine Damen und Herren, hier geht es um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Das ist die falsche Stelle, um möglicherweise zu sparen. Hier hätte man frühzeitig eine Lösung finden müssen, und ich glaube, dass das auch möglich wäre. Und das zeigt sich auch daran, dass vorgestern der Innenminister angekündigt hat, noch im Februar ein Konzept vorzulegen, wie diese Weiterleitungen ab jetzt möglich sein werden. Warum macht man das erst jetzt? Das kommt viel zu spät, meine Damen und Herren. Und deswegen fordern wir eine klipp und klare Aufklärung dieses Sachverhalts. Wir wollen wissen, wann welche Entscheidungen getroffen worden sind, warum diese Entscheidungen getroffen worden sind. Und wir wollen natürlich auch, dass die Staatsanwaltschaften, und es ermittelt sowohl der Generalbundesanwalt in dem gesamten Vorfall des Attentats in der Nacht in Hanau, aber es hat jetzt auch die Staatsanwaltschaft vor Ort Ermittlungen aufgenommen, offensichtlich so zumindest Zeitungsberichte, weil es eben entsprechend die Notrufnummern nicht erreichbar gewesen sind. Meine Damen und Herren, wir reden hier immer von moderner Polizei, und wir kriegen hier immer zu hören, dass unsere Polizei in Hessen die modernste und beste Ausstattung hat. Wenn man dann aber solche Vorfälle und Ereignisse hat, wo man mitbekommt, dass das eben gerade nicht der Fall ist, dann ist das besonders ärgerlich. Und wenn man dann weiß, dass das technisch überhaupt kein Problem ist, weil wir in einer digitalen Welt leben, dann verstehe ich nicht, warum man hier nicht schon längst eine Lösung gefunden hat, um auch in Südosthessen die Notfallanrufe weiterzuleiten. Das ist ja nicht nur Service für die Bürger, hier geht es auch um die Polizeiarbeit, die damit erleichtert wird. Und es geht natürlich auch bei Großeinsatzlagen, weil wir mit den digitalen Möglichkeiten natürlich darüber verfügen können, wo die Notrufe angenommen werden. Und wenn zahlreiche Anrufe an einem Ort eingehen, dann müssen sie eben an andere Orte weitergeleitet werden. Wichtig ist, dass jemand weiß, wenn er die 110 wählt, dass dann auch jemand an die Leitung geht und ihm Hilfe gibt, ihm Rat gibt, wie er sich zu verhalten hat. Und da ist es erst einmal egal, ob der vor Ort sitzt oder ob der in Frankfurt sitzt, so wie es jetzt angedacht ist, auch für Hanau und den restlichen Bereich von Südosthessen, oder ob er meinetwegen sogar in einem anderen Bundesland sitzt bei Großeinsatzlagen, wie wir sie in München beim Amoklauf hatten. Das müssen wir doch hinbekommen. Wir brauchen eine modern ausgestattete, gute Polizei, die in der Lage ist, die modernen technischen und digitalen Möglichkeiten auch zu nutzen. Dafür müssen wir uns einsetzen, und da brauchen wir endlich einen Fortschritt. Und das gilt auch für andere Bereiche, wenn ich die Abfragesysteme aus den polizeilichen Datenbanken sehe, wenn ich die Ausstattung mit mobilen Endgeräten sehe. Und das bitte nicht immer erst auf den Druck der Öffentlichkeit hin. Warum braucht es erst Zeitungsberichterstattung? Warum braucht es erst die Ermittlung der Staatsanwaltschaft? Eine Aktuelle Stunde der Freien Demokraten hier im Landtag, damit jetzt am Dienstag endlich eine entsprechende Ankündigung des Innenministers und Klarstellung auch des Sachverhalts in der Öffentlichkeit erfolgt.
Für uns ist klar, es bleibt das Fazit, zwei dringliche Aufgaben zu erledigen. Der Sachverhalt in Hanau, für den auch der Innenminister Verantwortung trägt, muss jetzt schnell und umfänglich aufgeklärt werden, auch in Bezug eben gerade auf den Notruf. Der Generalbundesanwalt ermittelt seit Längerem und auch die Staatsanwaltschaft in Hanau ermittelt. Und das Zweite ist, es braucht natürlich schnellstmöglich die Lösung für die Weiterleitung der Notrufe. Ja, der Innenminister hat angekündigt, noch ein Konzept im Februar vorzulegen. Aber warum denn erst jetzt auf den öffentlichen Druck hin? Es ist wie immer in diesem Bereich, erst wenn der öffentliche Druck entsteht, kommt im Innenbereich Schwung in die Sache, meine Damen und Herren. Und trotzdem ist es wichtig und richtig, dass das jetzt schnellstmöglich passiert, um das Vertrauen der Bevölkerung zu sichern und zu gewährleisten, dass, wenn jemand die 110 wählt, er auch bei der Polizei ankommt und sein Anruf auch entgegengenommen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Müller. Das Wort hat die Abgeordnete Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Fraktionsvorsitzende, bitte sehr, Nancy. Danke schön, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Anschlag am 19. Februar 2020 in Hanau war ein furchtbarer Anschlag auf unsere freie Gesellschaft und ein tiefer Einschnitt in unser Land. Gökhan Gültekin, Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Mercedes Kirpatsch, Sedat Gürbüz, Kaloyan Belkov, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu und Said Neza El Hashimi wurden vor einem Jahr aus rassistischen Motiven brutal ermordet und aus unserer Mitte gerissen. Sie fehlen. Keine politische Debatte, keine Auseinandersetzung zu diesem schrecklichen Attentat sollte stattfinden, ohne an die Opfer zu gedenken, meine Damen und Herren. Die Angehörigen und die Öffentlichkeit brauchen dieser Tage aber Antwort auf viele quälende Fragen. Und da stellt sich schon die Frage, warum erst jetzt? Fast ein Jahr nach dem Anschlag. Und ich möchte Ihnen etwas zitieren, die Pressemitteilung der Angehörigen vom gestrigen Tage. Ich zitiere: Mit Verwunderung haben die Opferfamilien die Information aus mehreren Quellen aufgenommen, dass sie eine angebliche Einladung des hessischen Innenministers Peter Beuth im Vorfeld der Trauerveranstaltung im Hessischen Landtag ausgeschlagen hätten. Dies ist und war nicht der Fall, da es keine Einladung an die Familien gab. Die Behauptung ist schlichtweg falsch. Weiterhin empfinden wir es als Familien geschmacklos, dass just zu dem Zeitpunkt, an dem wir an der Gedenkveranstaltung teilnehmen, der hessische Innenminister eine entsprechende Pressemitteilung zu den Geschehnissen in Hanau rund um den 19. Februar veröffentlicht hat. Der Zeitpunkt erscheint uns aus mehreren Gründen unangebracht, nicht nur uns Angehörigen gegenüber, sondern sie ist auch respektlos dem Vorsitzenden des Landtags gegenüber, Herrn Boris Rhein, der für uns eine sehr würdige Veranstaltung ausgerichtet hat, wofür wir uns bei ihm noch einmal aufs Herzlichste bedanken möchten. Im Übrigen hat es Herr Beuth seit dem 20.02.2020 nicht geschafft, mit uns ein persönliches Gespräch zu führen. Meine Damen und Herren, ich finde das ungeheuerlich. Es ist allein der Beharrlichkeit der Angehörigen, die nämlich Strafanzeige gestellt haben, weshalb es überhaupt dazu kam, dass über die Frage der Nichterreichbarkeit des Notrufes überhaupt debattiert wird, überhaupt Öffentlichkeit hergestellt werden. Und das, meine Damen und Herren, wäre der Job des Innenministers gewesen, und zwar seit vielen Monaten. Und es stellen sich viele Fragen. Warum war der Notruf nicht erreichbar? Warum gab es keine Weiterleitung? Aber wieso wurde sich jetzt ein Jahr lang da nicht drum gekümmert? Wieso musste erst auf Druck der Angehörigen, aufgrund des Druckes der Presse, diese Aufklärung jetzt erfolgen? Und endlich gibt es eine Äußerung des Innenministers. Warum war der Notausgang der Arena-Bar versperrt? War die Polizeistation an dem Abend tatsächlich unbesetzt? Warum war gerade im Polizeipräsidium Südosthessen diese Weiterleitung nicht möglich? Diese Fragen stellen sich viele Leute, auch übrigens die Frage, wie viele Streifenwagen waren tatsächlich in der Tatnacht vor Ort am Tatort? War es tatsächlich so, dass nur einer am Anfang da war?
und es ein bisschen gedauert hat, bis andere kamen. Und Herr Innenminister, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, all diese Fragen würden mich nicht mehr schlafen lassen, weil die Frage tatsächlich im Raum steht, die Herr Müller hier aufgeworfen hat. Könnte Willi Viorel Paun noch leben, wenn der Notruf in der Nacht erreichbar gewesen wäre, meine Damen und Herren? Um solche drängenden Fragen geht es hier. Und ich frage Sie wirklich, Herr Innenminister, ist das der richtige Umgang mit den Angehörigen? Finden Sie es richtig, erneut wesentliche Informationen viel zu lange zurückzuhalten und damit das Leid der Angehörigen zu ignorieren? Es ist Ihre Aufgabe, Transparenz zu schaffen und Aufgaben, Antworten zu liefern. Das ist allein Ihre Verantwortung. Und weil Sie der nicht nachkommen, meine Damen und Herren, haben wir Akteneinsicht in die Polizeiakten vom Tattag verlangt als SPD-Fraktion. Wir haben Sie angeschrieben, damit Sie sie uns zur Verfügung stellen. Wir wollen Antworten. Und neben der Akteneinsicht werden wir auch nächste Woche noch einen Berichtsantrag stellen, um hier Aufklärung herzustellen. Es wäre eigentlich Ihr Job. Und ich möchte es noch einmal nutzen, Herr Innenminister, auch die bessere Kommunikation mit den Angehörigen. Die Angehörigen wollen seit einem Jahr ein Gespräch mit der hessischen Polizei und mit Ihnen. Und es hat einfach nicht stattgefunden. Nehmen Sie doch da Ihre Verantwortung endlich wahr. Ich finde das wirklich unerträglich, wie hier mit den Opferfamilien umgegangen wird. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident, und ich will noch einmal eines betonen am Ende meiner Rede. Es sind nicht nur die Opferfamilien, die durch diese schreckliche Tat Vertrauen verloren haben. Der Kollege Müller hat es gesagt. Es geht um alle Menschen. Es geht auch um das Vertrauen derer, die in Deutschland tagtäglich immer wieder von Rassismus betroffen sind und die zu Recht jetzt sehr genau darauf schauen, wie diese Tat in Hanau aufgeklärt wird, meine Damen und Herren. Darum geht es, wie diese Tat rechtlich und politisch aufgeklärt wird, wie mit den Hinterbliebenen umgegangen wird. Und durch mangelnde Transparenz und Aufklärung kann man das Misstrauen nur verschärfen. Daher erwarten die Angehörigen zu Recht unmittelbare Gespräche mit Ihnen, Herr Innenminister. Darum wollen wir werben. Und hören Sie endlich auf, sich nur auf Druck zu öffnen und nicht von sich aus die Aufklärung zu betreiben. Vielen Dank, Kollegin Faeser. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Nahezu ein Jahr nach den Anschlägen von Hanau sind wir immer alle noch zutiefst betroffen. Wer jetzt sagt, während den Anfängen, dem muss man sagen, wir sind längst mittendrin, sagte richtigerweise Herr Landtagspräsident Rhein hier in unserer Gedenkstunde am Dienstag. Unsere Anteilnahme und uneingeschränkte Unterstützung gilt den Opfern und Hinterbliebenen. Und unser Zorn und unsere Gegenwehr gilt den Tätern und Hetzern. Ja, auch den Hetzern, die sich mitschuldig machen, indem sie sich abwertend und rassistisch äußern, indem sie ausgrenzen oder anderen den Tod wünschen. Sie bereiten den Boden für die schrecklichen Taten von Hanau, aber auch von Halle und den Mord an unserem Kollegen Dr. Lübcke. Ein Jahr nach dem Terror von Hanau müssen die Hinterbliebenen endlich Antworten auf ihre vielen quälenden Fragen erhalten. Dies ist, wie ich aus den Gesprächen mit den Angehörigen immer wieder erfahren habe, das, was sie von uns, von den Abgeordneten des Hessischen Landtages erwarten. Dass die Opfer und Hinterbliebenen sich immer wieder quälende Fragen stellen, ist bereits im Mai letzten Jahres deutlich geworden, als wir in unserem dringlichen Berichtsantrag deren Vorwürfe zum Verhalten der Polizei im Innenausschuss zur Sprache brachten. Im Beisein der Hinterbliebenen kam es zu einer bewegenden Sitzung,
in der der anwesende Generalbundesanwalt und der Innenminister viele Antworten schuldig geblieben sind. Sie wollten erst die Ermittlungen abschließen. Bisher sind 8 weitere Monate vergangen. Noch immer liegt kein Abschlussbericht der Ermittlungen vor. Deshalb haben wir als LINKE bereits am Montag einen umfangreichen dringlichen Berichtsantrag für die nächste Innenausschusssitzung am kommenden Donnerstag eingereicht, damit der Innenminister im einen Innenausschuss ausführlich öffentlich Stellung nehmen muss. Die Fragen der Hinterbliebenen und deren Vorwürfe gegen die Behörden beziehen sich auf 4 Komplexe. Erstens. Warum konnte der Täter legal Waffen besitzen und sie für sein Attentat verwenden, obwohl er seit 2002 immer wieder mit psychischen Wahnvorstellungen und straffällig in Erscheinung getreten ist? Zweitens. Warum funktionierte in der Tatnacht das polizeiliche Notrufsystem nicht richtig, verbunden mit der Frage, ob einige der Opfer noch am Leben könnten, wenn der Notruf von Willi Viol Paun alle durchgekommen wären. 4-mal hat er angerufen, hat mir der Vater schon vor Monaten erzählt, und keiner ist durchgekommen. 7 Minuten, die hätten Leben retten können. Das ist eine Frage, die im Raum steht und die Sie zu beantworten haben, Herr Innenminister. 7 Minuten. Und viertens, warum war der Notausgang in der Arena Bar verriegelt und wann werden hierzu Ermittlungen eingeleitet? Bei der jüngsten Reaktion des Innenministers auf die massiven Vorwürfe frage ich mich auch, wie Herr Beuth einerseits immer wieder auf laufende Ermittlungen verweist, aber was den Notausgang in der Arena Bar angeht, jetzt schon eine polizeiliche Anweisung bestreiten kann. Da ist doch ein Widerspruch, ja? All das muss endlich ein Jahr nach dem Terroranschlag in Hanau umfassend aufgeklärt werden. Zu all dem wollen wir eindeutige Antworten vom Innenminister heute und in der Innenausschusssitzung. Die Angehörigen der Opfer, die, wie Herr Landtagspräsident so treffend formulierte, in unserer Mitte stehen, erwarten umfassende Antworten auf ihre sie quälenden Fragen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Abg. Eva Goldbach, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Dienstag haben wir hier im Landtag eine Gedenkstunde für die Opfer des Attentats von Hanau abgehalten. Wir haben Vertreter der Opferfamilien begrüßt, ihnen unseren Respekt erwiesen und ihre Trauer mit ihnen geteilt. Ich habe das als eine sehr würdige Veranstaltung erlebt und möchte an dieser Stelle dem Präsidenten des Hessischen Landtags ausdrücklich Dank dafür sagen, dass er unser Haus und uns alle hier so gut vertreten hat. Es sind nun vor allem die Vertreter der Opferfamilien, die jedes Recht haben, Fragen zu der Tat nachzustellen. Fragen, von denen sie bedrängt werden, Fragen, die auch in der Öffentlichkeit verhandelt werden. Die Frage, warum sie mit dem Notruf nicht durchkamen. Die Frage, ob die Polizei schnellstmöglich am Tatort oder an den Tatorten war. Die Frage, warum es am ersten Tatort nicht möglich war, durch den Notausgang zu fliehen. Und deshalb haben wir uns schon im Mai im Innenausschuss mit diesen offenen Fragen befasst. Wie wir schon gehört haben, führt die Ermittlungen der Generalbundesanwalt. Er hat bereits im Februar 2020 die Übernahme des Ermittlungsverfahrens erklärt und das Bundeskriminalamt mit den polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung beauftragt. Die Ermittlungskräfte der hessischen Polizei sind seitdem dem BKA unterstellt. Es war gut, dass in dieser Sitzung der Bundesanwalt Beck selbst anwesend war. Und daneben war auch
der Bundesopferbeauftragte Prof. Dr. Franke da und unser hessischer Opferbeauftragte Prof. Dr. Fünfsinn. Und eben jene haben sich vor der eigentlichen Ausschusssitzung mit den anwesenden Angehörigen der Opfer zusammengesetzt und mit ihnen ein langes Gespräch geführt. Und danach sagte Professor Franke hier im Ausschuss, ich zitiere, ich glaube, für die Angehörigen der Opfer ist es ungeheuer wichtig, das haben wir eben auch noch einmal gesehen, dass die Tat umfassend aufgeklärt wird. Eine Aufklärung ermöglicht überhaupt erst eine gewisse Verarbeitung dieser schrecklichen Terrortaten. Das war so am Breitscheidplatz, das war auch bei der Terrortat in Halle so. Dem kann ich nur zustimmen. Für die Opferfamilien ist es unabdingbar, dass alle Geschehnisse der Tatnacht umfassend aufgeklärt werden und dass am Ende keine Fragen offen bleiben. Wir wissen, die Ermittlungen des Generalbundesanwalts sind noch nicht abgeschlossen und auch noch nicht die der Staatsanwaltschaft in Hanau. Was wir aber zu den Notrufen jetzt schon wissen, ist, dass die zentralen Notrufstellen in den Polizeipräsidien deutlich leistungsfähiger sind und eine größere Zahl von Notrufen bearbeiten und annehmen können als die dezentralen Notrufabfragestellen und dass zum Tatzeitpunkt in Hanau der Notruf noch nicht zentralisiert war. Ob durch eine frühere Zentralisierung des Notrufs die Polizei früher eingetroffen wäre, können wir im Augenblick nicht sicher sagen. Und wir werden eben mehr dazu wissen, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind und wir auch einen Bericht über das Ergebnis der Ermittlungen erhalten, hier im Hessischen Landtag und im Innenausschuss. Wir werden das Thema dann noch einmal auf die Tagesordnung setzen. Was wir aber wissen, ist, dass es für die Menschen in der absoluten Ausnahmesituation in der Nacht am 19. Februar, die in Todesangst waren, die gesehen haben, wie aus dem Nichts heraus jemand Verwandte und Freunde ermordet hat, die nicht wussten in dem Moment, wer ist verletzt, wer ist getötet, die nicht wussten, ob der Täter noch unterwegs ist und ob weitere Menschenleben gefährdet sind, dass es für diese Menschen unerträglich gewesen sein muss, mit der Notrufnummer nicht durchzukommen und niemanden zu erreichen, das können wir uns vorstellen. Und um damit leben zu kommen können, brauchen eben diese Opferfamilien neben der Aufklärung jede Unterstützung, die sie benötigen. Professionelle Betreuung, psychosoziale Betreuung, und die sollen sie auch bekommen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, wir sind uns einig, dass diese Unterstützung auch bleibt und von uns allen weiter unterstützt wird, auch wenn der erste Jahrestag vorbei ist und die mediale Berichterstattung nicht mehr so präsent ist wie jetzt im Moment. Wir sollten da verlässlich bleiben, denn wir haben es versprochen, alle zusammen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Klaus Herrmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Die Forderung, dass Notrufnummern und hier speziell die Notrufnummer 110 immer erreichbar sein müssen, dürfte niemand ernsthaft bestreiten wollen. Notrufnummern sollen schnelle Hilfe bei Gefahr ermöglichen und einen möglichen Schaden begrenzen. Das ist der Sinn und Zweck von Notrufnummern. Die zwei bekanntesten Notrufnummern, die 110 und die 112 für Polizei und Feuerwehr, dürften auch die am häufig genutzten Nummern sein. Was passiert also, wenn ein solcher Anruf getätigt wird? Der Anrufer gelangt in der Regel zu der örtlich zuständigen Leitstelle der Polizei oder Feuerwehr. Solche Anrufe werden natürlich vorrangig von einem Einsatzsachbearbeiter angenommen und auch bearbeitet.
Gewährleistet wird dies auch durch technische Maßnahmen, die diesen Anrufen auch bei einer hohen Auslastung des Telefonnetzes Vorrang gewähren und selbst bei Stromausfall eine Verbindung ermöglichen. Selbstverständlich werden auch die eingehenden Notrufe in der Einsatzzentrale dokumentiert und aufgezeichnet. Trotz moderner Technik kann es dennoch zu Pannen kommen, die zu Notrufstörungen führen. Erfreulicherweise ist das nicht die Regel. Aber vielleicht haben Sie auch selbst schon einmal eine Radiomeldung gehört, in der mitgeteilt wurde, dass eine Notrufnummer nicht erreichbar ist. In meiner aktiven Zeit habe ich selbst einmal eine solche technische Störung in der Einsatzzentrale erlebt. Problematischer als das technische Risiko ist in der Tat aber das personelle Risiko. Und damit meine ich nicht die Kompetenz der Beamten, die Notrufe bearbeiten, an der ich keinen Zweifel hege, sondern die personelle Situation. Und damit meine ich die Anzahl der Einsatzsachbearbeiter in der Einsatzzentrale. Auch der beste Notrufsachbearbeiter kann nur einen Notruf nach dem anderen bearbeiten. Und damit sind wir an einem Punkt angelangt, der deutlich macht, dass selbst das beste Notrufsystem nur so gut sein kann, wie Menschen zur Verfügung stehen, die diese Notrufe annehmen können. Fehlt das Personal, kann der Notruf nur verzögert angenommen werden oder geht gar ins Leere, wenn der Anrufer aufgrund einer entstehenden Wartezeit vorzeitig auflegt. Meine Damen und Herren, ich möchte es deutlich sagen. In der Regel liegt es nicht an den Fähigkeiten der Kollegen, die Notrufe bearbeiten, wenn es wie in Hanau zu einer Nichterreichbarkeit des Notrufes kommen sollte. Im Gegenteil, jeder Notruf beansprucht ein Minimum an Zeit, der je nach Gefahrenlage oder Sachschadensereignis einige, wenn auch wenige Minuten dauern kann. Und dabei ist zu berücksichtigen, dass oft Personen den Notruf absetzen, die selbst betroffen und aufgeregt sind, die schnell reden und erst durch ruhige und gezielte Fragestellungen die wichtigen grundlegenden Informationen mitteilen, die dann erst eine schnelle und zielführende Hilfe gewährleisten. Das beginnt mit der Frage nach der Notsituation und welchen Umfang sie hat, die Frage nach Örtlichkeit des Ereignisses, nach der Zahl der Verletzten, der Zahl der Täter und so weiter. Je nach Ereignis wird der Anrufer sogar in der Leitung gehalten, um weitere wichtige Informationen zu erlangen oder selbst entsprechende Hinweise zu Verhaltensweisen zu geben. Parallel dazu und im Anschluss werden die notwendigen Einsatzmaßnahmen veranlasst. Das nimmt Zeit in Anspruch. Weitere Notrufe werden dann an einen anderen Sachbearbeiter weitergeleitet und hier geschieht dann das Gleiche. Häufig gehen zum selben Ereignis zeitgleich mehrere Notrufe ein, die je nach personeller Besetzung nicht alles sofort angenommen werden können. Wirklich problematisch wird es, wenn weitere Notrufe zu neuen Ereignissen eingehen und diese entsprechend nur noch zeitverzögert bearbeitet werden können. Es ist meist weniger ein technisches als vielmehr in erster Linie ein personelles Problem, welches es zu lösen gilt. Dabei spielt, wie aufgezeigt, auch die zeitliche Komponente der Notrufkommunikation eine große Rolle. Ebenso muss man berücksichtigen, dass es bei großen Schadensereignissen oder schweren gemeinschädlichen Straftaten wie terroristischen Anschlägen oder Amokläufen wie in Hanau von der Erstinformation bis zum organisierten Einsatzablauf Zeit braucht. Aber auch bei guter personeller Notrufbesetzung geht nicht alles automatisch deutlich schneller. Hier gilt gerade nicht die Gleichung doppeltes Personal gleich halbe Zeit. Wenn man all das berücksichtigt, gibt es keinen Grund, das Vertrauen in die Polizei anzuzweifeln. Hier muss man auch kein Vertrauen zurückgewinnen. Die Polizei erfüllt hier ihre Aufgabe. Und ich bin überzeugt, die jeweiligen Beamten bemühen sich, diese bestmöglich wahrzunehmen. Wir müssen lediglich dafür sorgen, dass die technischen Möglichkeiten und die personellen Bedürfnisse der Dienststellen den Erfordernissen angepasst werden. Das ist bis heute aber leider nicht der Fall. Die meisten Dienststellen versehen insbesondere zur Nachtzeit nur mit einer personellen Mindeststärke ihren Dienst. Und das muss sich ändern, und dafür werden wir uns als AfD auch weiterhin einsetzen. Danke. Vielen Dank, Kollege Herrmann. Wort hat jetzt der Kollege Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Terrortat vom 19. Februar 2020 in Hanau
hat uns alle tief erschüttert. Das würdevolle Gedenken des Hessischen Landtags vom vergangenen Dienstag ist vielen noch in lebendiger Erinnerung, denn es hat uns mit dem Bild der trauernden Angehörigen in dieser Plenarmitte unmittelbar vor Augen geführt, dass der Verlust eines geliebten Menschen durch nichts aufgewogen werden kann. Dieses abscheuliche Verbrechen wird mit allen Mitteln des Rechtsstaats aufgearbeitet. Die Generalbundesanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren bereits am 20. Februar letzten Jahres übernommen und das Bundeskriminalamt beauftragt, zu prüfen, ob der mutmaßliche Täter alleine gehandelt hat. Das Polizeipräsidium Südhessen unterstützt die Bundesbehörden bei diesen Ermittlungen bestmöglichst. Meine Damen und Herren, in den letzten Tagen wurden Fragen zur Tatnacht von Hanau aufgeworfen. Und ich darf, denke ich, darauf hinweisen, dass die Transparenz, die hier gefordert wird, alleine momentan bei einem laufenden Verfahren die Herrin des Verfahrens geben kann, nämlich die Generalbundesanwaltschaft. Aber gleichwohl haben wir uns in der Innenminister vorneweg nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die Fragen zu beantworten. Denn es gab ja die bereits erwähnte Innenausschusssitzung am 20. Mai letzten Jahres, wo übrigens der Landtagspräsident in Anwesenheit des Innenministers die Gäste, die bei dieser Sitzung beigewohnt haben, in Empfang genommen hat. Das heißt, er hat eine Begegnung gehabt und auch ein Gespräch mit den hier entsprechenden erwähnten Hinterbliebenen. Und es ist bei weitem nicht so, wie das Bild hier gestellt wird, dass auf der einen Seite die Guten sitzen, die die Aufklärung wollen, und hier die Bösen sitzen, die die Aufklärung verhindern wollen. Wir haben ein gemeinsames Interesse, diese Tat aufzuklären und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Es war in dieser Sitzung des Innenausschusses die Bundesanwaltschaft, die Hessische Polizei und der Innenminister persönlich, die zahlreiche Fragen in öffentlicher Sitzung auch der Opfer und Hinterbliebenen und ihrer Vertreter beantwortet haben. Und wenn Fragen offen sind, meine Damen und Herren, wir tagen immer im Innenausschuss so lange, bis alle Fragen geklärt sind, oder sie werden eben erneut gestellt, dann gibt es einen neuen Innenausschuss. Man kann nicht so tun, als würde man, weil man keine Antworten mehr geben möchte, den Innenausschuss beenden und sagen, die Fragen und die Antworten interessieren uns nicht. Das ist nicht der Fall, meine Damen und Herren. Alles, was auf den Tisch kommt, wird beantwortet. Und in dieser Sitzung, und ich wiederhole es gerne, wurde klargestellt, dass die hessische Polizei nach dem Eingang der ersten Notrufe, und das ist doch entscheidend, meine Damen und Herren, unmittelbar gehandelt hat. Innerhalb von nur 1 bis 2 Minuten war sie am ersten Tatort am Heumarkt. Am Tatort in Hanau-Kasselstadt trafen die polizeilichen Kräfte 3 bis 4 Minuten nach der Meldung per Notruf ein. Der Innenminister hat darüber hinaus in einer Information erläutert, dass die Polizeistation in Hanau nur eine begrenzte Anzahl von Anrufen dieser Nacht entgegennehmen konnte. Meine Damen und Herren, das ist individuell belastend, keine Frage. Und die Hilflosigkeit kann ich durchaus nachempfinden. Es war aber freilich eine Ausnahmesituation. Und planbar ist die Belastung in Notsituationen bei weitem nicht. Das gesamte Notrufaufkommen in der Polizeistation Hanau beträgt durchschnittlich am Tag bei 80 Anrufen. In entsprechenden besonderen Situationen ist das natürlich immer ein Vielfaches höher. Und die Weiterleitung in dieser Tatnacht war eben aus technischen Gründen zum Zeitpunkt der Tat eben nicht möglich. Mit dem Umzug des Polizeipräsidiums Südosthessen ist eine neue Dienststelle geplant, die auch die Zentralisierung aller polizeilichen Notrufe des Zuständigkeitsbereichs in einer Leitstelle realisiert, meine Damen und Herren. Diese Zentralisierung dieses Notrufs ist eben auch jetzt angegangen und wird angegangen. Und aufgrund dieser Situation, die Polizei ist ein lernendes System, wird, denke ich, das Weiterleitungskonzept hier auch entsprechend mit dem Polizeipräsidium Frankfurt eine Abhilfe schaffen. Meine Damen und Herren, entscheidend ist, dass die Polizei in Hanau, und das haben die Kollegen Vorredner ja auch zum Teil deutlich herausgearbeitet, bestmöglichst auf diese Situation reagiert hat. Es war eine Ausnahmesituation. Und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten waren nach der ersten Information vor Ort und haben das, was die Lage hervorgibt, auch bestmöglichst versucht zu unternehmen. Fehler werden aufgearbeitet und abgestellt, keine Frage. Aber die Polizei verdient auch in dieser wichtigen Frage unser Grundvertrauen, meine Damen und Herren. Und dem wollen wir auch hier entsprechend Rechnung tragen. Offene Fragen werden angegangen. Aber sind Sie mal ehrlich, es ist auch eine Frage der Stil und der Würdigung der entsprechenden Hinterbliebenen, dass wir das Ganze nicht politisieren, dass wir das nicht politisieren und nicht zu einem entsprechenden Tribunal emporheben. Die Fragen, die zu beantworten sind, werden aufgegriffen und beantwortet werden. Aber Sie wissen selbst, im Rahmen des Verfahrens ist die Generalbundesanwaltschaft zunächst einmal die Fragestellerin und die Antwortgeberin. Und danach darüber hinaus hat sowohl der Innenminister wie auch der Ministerpräsident den Hinterbliebenen versichert, dass nach Abschluss des Verfahrens
alle weiteren Fragen selbstverständlich beantwortet werden. Was wollen Sie denn mehr? Aber erst einmal muss der Rechtsstaat seine Arbeit tun, und der Rechtsstaat wird zur entsprechenden Aufklärung auch beitragen. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Debatte heute wichtig ist, und sie wird von uns auch ernst genommen. Und die Polizei in Hanau hat gut und richtig gehandelt, meine Damen und Herren. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat jetzt der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte zunächst auch an dieser Stelle meine Erschütterung über die unfassbare Tat und mein tiefes Mitgefühl für das Leid der Betroffenen, Verletzten und Angehörigen ausdrücken. Das habe ich auch in einem persönlichen Gespräch mit den Angehörigen vor eben genau dieser erwähnten Innenausschusssitzung, die gerade eben eine Rolle spielte, schon getan. Den Angehörigen steht ein Ansprechpartner der Polizei seit der Tatnacht zur Verfügung. Der Landespolizeipräsident war bei den Gesprächen des Ministerpräsidenten mit den Opfern dabei und stand dort ebenfalls Rede und Antwort. Die Aufklärung und Aufarbeitung dieses Terrorakts wird von der Generalbundesanwaltschaft, die das Ermittlungsverfahren am 20. Februar übernommen hat, nach wie vor geführt. Der GBA und das Bundeskriminalamt werden selbstverständlich durch die hessische Polizei und speziell durch das Polizeipräsidium Südosthessen umfassend unterstützt. Ich muss Ihnen aber auch sagen, dass weder die hessische Polizei noch das hessische Innenministerium aufgrund der nach wie vor laufenden Ermittlungen umfänglich zu konkreten Fragen, die die Tatnacht betreffen, Auskunft geben darf. Die Auskunftshoheit liegt alleine bei der Staatsanwaltschaft bzw. beim Generalbundesanwalt. Sowohl der GBA als auch die hessische Landesregierung haben gleichwohl zugesagt, dass sie nach Beendigung des rechtsstaatlichen Verfahrens mit den Opfern, Hinterbliebenen und ihren Vertretern alle wichtigen Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden teilen werden. Das Verfahren ist aber noch nicht beendet. Die in den vergangenen Tagen erneut aufgeworfenen Fragen zur Tatnacht von Hanau haben wir mit Unterstützung von Herrn Bundesanwalt Beck in weiten Teilen ja bereits im Mai 2020 in der öffentlichen Sitzung des Hessischen Landtags, der eben auch die Opfer und Hinterbliebenen beigewohnt haben, beantwortet bzw. soweit das ging beantwortet. Und auch Anfang dieser Woche habe ich noch einmal umfassend Stellung genommen. Ich darf es noch einmal klar formulieren. Nach meinem Kenntnisstand hat die hessische Polizei nach dem Eingang erster Notrufe unmittelbar gehandelt und war innerhalb von nur 1 bis 2 Minuten am ersten Tatort am Heumarkt. Am Tatort in Hanau-Kesselstadt trafen polizeiliche Kräfte 3 bis 4 Minuten nach der Meldung per Notruf ein. Alle notwendigen und möglichen polizeilichen Maßnahmen wurden insofern unverzüglich getroffen. Es ist richtig, dass die Polizeistation in Hanau nur eine begrenzte Anzahl von Anrufen in dieser Nacht entgegennehmen konnte. Das gesamte Notrufaufkommen für die Polizeistation Hanau beträgt täglich durchschnittlich 80 Anrufe. Eine Weiterleitung von vielen gleichzeitig eintreffenden Notrufen war zum Zeitpunkt der Tatnacht technisch nicht möglich. Mit dem Umzug des Polizeipräsidiums Südosthessen in die neue Dienststelle wird eine Zentralisierung aller polizeilichen Notrufe des Zuständigkeitsbereichs in einer Leitstelle realisiert. Die ist bereits in allen anderen hessischen Polizeipräsidien umgesetzt worden. Der notwendige Modernisierungsschritt war auch bereits im Polizeipräsidium Südosthessen angestoßen, aber aufgrund baulicher wie technischer Voraussetzungen noch nicht vollendet worden. In allen anderen Polizeipräsidien wurden die dezentralen Notrufabfragestellen in den Jahren 2016 bis 2018 schrittweise in der Leitstelle des jeweils zuständigen Polizeipräsidiums integriert, nachdem dort die technischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Zentralisierung des Notrufes 110 geschaffen waren. Eine frühere Zentralisierung des Notrufs im Polizeipräsidium Südosthessen war und ist in den vorhandenen Räumen des alten Polizeipräsidiums nicht möglich. Um sicherzustellen, dass mehr Notrufe in Hanau, aber auch in allen anderen Dienststellen des Polizeipräsidiums Südosthessen bei einer herausragenden polizeilichen Lage entgegengenommen werden können, wurde ein Weiterleitungskonzept an das Polizeipräsidium Frankfurt entwickelt, das noch in diesem Monat fertiggestellt werden soll. Wir haben, meine Damen und Herren, hier vor 2 Tagen gemeinsam der Opfer dieser fürchterlichen rassistischen Morde von Hanau gedacht. 9 unschuldige junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich hatten,
wurden in einem beispiellosen rassistischen Terrorakt erschossen. Ihr Mörder hat sich einer Bestrafung und umfangreichen Aufarbeitung dieser schrecklichen Taten durch einen öffentlichen Prozess mit rechtsstaatlichem Verfahren mit seinem Suizid entzogen. Der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft hat aber hier in diesem Hause auf unmissverständliche Art und Weise dargestellt, dass die Ermittlungen zu dieser schrecklichen Tatnacht von allergrößter Bedeutung sind. Dass er die Fragen der Opfer und Hinterbliebenen bestmöglich beantworten wird, so schnell es ein gründliches Verfahren zulässt. Die hessische Polizei, mein Ministerium und ich werden ihn dabei weiterhin vollumfänglich, vorbehaltlos und ohne Einschränkung unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Damit ist diese Aktuelle Stunde behandelt.